Ich saß ja gestern neben einer Pfütze und habe Dreck auf mein Fahrrad geschmiert, damit ich jetzt so realistisch die Putzfolge anmoderieren kann. Sauberes Fahrrad ist wichtig, nicht nur wegen der Optik, sondern wenn der Antrieb sauber ist, braucht man auch weniger Kraft beim Treten. Weniger Dreck, gleich weniger Reibung. Und wenn man die Kette pflegt, dann verschleißen auch die anderen Teile nicht so schnell. Deswegen Fahrradputzen bei How to Fahrrad. Grundsätzlich bekommt man sein Fahrrad natürlich auch mit Spüli und mit einer alten Bürste sauber. Aber Fahrradreiniger sind schon wesentlich gründlicher. Unser Sponsor MacOff scheucht zum Beispiel auch eigene Chemiker durch die Labore, um rauszufinden, was jetzt speziell bei Fahrraddreck am besten wirkt. Macht Feri Ultra natürlich nicht. Deswegen klappt das halt auch mit Fahrradreinigern wesentlich schneller als mit Spülmittel. Und weil ich faul bin, wird jetzt alles aussehen wie so eine QVC-Dauerwerbesendung. Aber gibt's alles auch von anderen Herstellern. Spülmittel oder Fahrradreiniger und optional Antriebsreiniger. Eine Spülbürste und eine alte Zahnbürste oder spezielle Fahrradbürsten. Küchenschwämme oder auch ein Profischwamm. Alte Handtücher, T-Shirts oder fusselfreie Mikrofasertücher. 1 bis 2 Eimer Wasser für dreckiges und sauberes. Gartenschlauch oder wer hat, ein Hochdruckreiniger. Kettenöl, je nach Witterung. Damit es noch schneller geht, einen speziellen Kettenreiniger und für die Profis für danach ein Pflegespray. Was man aber unbedingt zum Fahrradputzen braucht, einen ehemaligen Tour de France-Fahrer. Der Paul hat nämlich das wichtigste Utensil immer dabei, die Bürste im Gesicht. Und weil der Paul so ein guter Feminist ist, wird er heute mein Diverge alleine putzen und ich nur schlau daherreden. Ja, hab ich dir vorher nicht gesagt, ne? Ja, aber Frauen und Putzen, das ist wirklich so ein historisch belastetes Thema. 2021 kann man echt nicht mehr bringen. Der Antrieb ist am wichtigsten, weil wenn hier Dreck hängt, dann wird das Fahrrad langsam. Und der Verschleiß ist auch am größten. Deswegen einmal Wellness für die GRX bitte. Also jetzt Blatt, Kette, Kassette und die Schalträuchchen mit Fahrradreiniger oder speziellem Antriebsreiniger einsprühen oder halt die volle Ladung Spüli-Schaum. Wichtig dabei, die Bremsscheiben unbedingt aussparen. Und auch generell für alles andere, was jetzt kommt, Bremsen immer wie Sperrzone behandeln. Und jetzt wird gebürstet. So ein Blatt und eine Kassette, die haben eine Vorder- und eine Rückseite. Die Rückseite vergisst man ganz gerne. Und in den Schaltröhrchen, da hängt auch immer besonders viel Schmodder drin, den man rauskriegen muss. Und dann auch schalten, damit nicht unter der Kette noch der Dreck hängen bleibt. Bei sowas kann man natürlich auch einfach mit einer alten Zahnbürste oder einer Spülbürste arbeiten. Argument für spezielle Fahrradbürsten allerdings, die haben einen Gummirand. Wenn man da mal abrutscht, dann ist nicht gleich ein Kratzer im Rahmen. Und die sind eben auch für diese ganzen kleinteiligen Geschichten gedacht. Schaltröllchen und sowas, da kommt man damit echt ganz gut rein. Für mich sind die allerdings eher in Sachen Gleichberechtigung wichtig. Für den Schnurri. Jetzt Kette. Dafür gibt es speziellen Kettenreiniger. Ansonsten einfach mit dem Antriebsreiniger oder mit dem Spüliwasser weitermachen. Wichtig, again, nichts auf die Bremsscheibe sprühen. Deswegen vielleicht ein Tuch vorhalten oder auch das Reinigungsmittel direkt auf eine kleine Bürste oder einen Schwamm auftragen und dann damit weiterarbeiten. Apropos arbeiten. Das gewünschte Reinigungsmittel auf eine kleine Bürste geben und dann von oben von unten und von den Seiten ordentlich durchkurbeln. Bei der Kette kann man zum Beispiel auch mit einem klassischen Küchenschwamm arbeiten, wenn das Budget nicht so groß ist. Der hat ja schon diese praktische Einkerbung, die man dann
auf die Kette von oben, von der Seite und von unten benutzen kann. Aber jetzt nicht auf die Idee kommen, dann mit der Kratzeseite dann irgendwo am Rahmen rumzuschrubben oder so. Ne? Gerade bei der Kette quäle ich mich ja immer am meisten, weil es wirklich ewig dauert. Und da ist Kettenreiniger wirklich ein gut investiertes Geld, weil ansonsten schrubbt man sich wirklich einen Wolf. Während ich hier gerade so den Gartenschlauch imitiere, ich habe mich ja auch deswegen von Mack auch bestechen lassen, weil die ganzen Produkte frei von bösen Stoffen sind und biologisch abbaubar. Da sollte man auch bei anderen Herstellern drauf achten. Und ja, den Bauern haben wir auch gefragt. Danke nochmal, Ander. So, bitteschön. So bin ich zu dir. Nächster Schritt, ganzes Fahrrad nass machen. Wer einen Gartenschlauch hat, herzlichen Glückwunsch. Ansonsten wird auch ganz gerne die Badewanne missbraucht oder klassisch zwei Eimer in den zweiten Kante Spüliwasser und dann Schwamm drüber. Aber Achtung, wer jetzt mit einem Hochdruckreiniger oder mit einem Gartenschlauch arbeitet, nicht volle Kanne auf Lager oder Dichtungen sprühen. Weil da ist Schmierfett drauf und es soll da auch drauf bleiben. Wobei ich weiß ja immer noch nicht so genau, wo jetzt diese ganzen Lager und Dichtungen eigentlich sind. Aber auch Kleinteile wie Schaltwerk, Umwerfer und Schalthebel bitte nicht mit zu viel Wasserdruck behandeln. Und bei Mountainbike-Fullies auch Achtung bei den Staubabstreifern an Gabel und Dämpfer. Rad ist nass? Okay. Dann Bike Cleaner oder Spülischaum großzügig auf dem ganzen Rahmen verteilen. Besonders dreckige Stellen ordentlich abbürsten. 3 bis 5 Minuten einwirken lassen. Mit Wasser abspritzen oder mit nassem Schwamm abreiben. Das Rad kurz anheben und fallen lassen, damit das gröbste Wasser abprallt. Und mit einem Mikrofasertuch abreiben. Dafür geht natürlich auch ein altes Handtuch, es sollte nur einfach nicht fusseln. Das mit dem Abtrocknen habe ich am Anfang ja nie gemacht, aber sonst bleiben Schlieren. Und apropos bleiben. Sachen, die gerne vergessen werden. Take 1. Die Innenseite der Gabel, die Unterseite vom Unterrohr, die Rückseite von der Sattelstütze, die Unterseite vom Sattel und zwischen den Speichen und die Speichen. Bremsen sind ein heikles Thema beim Putzen, weil wenn die versagen, kann es gefährlich werden. Deswegen, wenn man Bremsen reinigt, immer mit einem speziellen Bremsenreiniger und einem sauberen Tuch. Also nicht mit dem Dreckschwamm, wo man gerade auch über die Kette drüber ist. Wenn aber nichts quietscht, dann halt auch einfach auslassen. Jetzt nochmal kurz der Sauberkeitscheck. Ja, kann man durchgehen lassen. Und dann abtrocknen oder einfach über Nacht stehen lassen, damit die Kette auch wirklich trocken ist. Macht er gut, der Bur. Weiter geht's mit Schmieren. Habe ich am Anfang total unterschätzt, aber wenn die Kette nicht flutscht, dann ist der Verschleiß auch höher. Deswegen passendes Kettenöl zur Witterung wählen und losschmieren. Und jetzt oben auf der Kette das Öl auftragen und zwar wirklich ein Tropfen pro Kettenglied und nicht 100. Und auch wirklich nur auf die Kette und nicht auch noch auf die Kassette und das Blatt und überall sonst. Das muss nicht triefen. Und dann am besten über Nacht einwirken lassen und am nächsten Tag mit einem trockenen Tuch von den Seiten der Kette und vom Blatt das überschüssige Öl abnehmen. Ja. Dank meiner harten Arbeit ist das Diverges wieder wie neu. Aber cool, dass du auch da warst, Paul. Jetzt haben wir natürlich nicht über Outside gesprochen und wie geil das eigentlich ist. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal, wenn das Fahrrad wieder dreckig ist. Okay, ciao. Damit muss ich Heidi Klum auch nicht rumschlagen.
schiefen Brillen. No offense, aber bis zu Heidi Klum hast du noch einen weiten Weg. Die Claudia kennt die auch nicht. Da war ich gerade so richtig so. Einfach keine Kraft. So. Im Gegensatz zu mir ist hier jeder jung. Ja, das hast du jetzt gesagt. Einfach nur schweigen. Ja.